Willkommen zum dritten und letzten Video über die Free Agency von der Arizona Coyotes. Heute schaue ich die Goalie-Position der Arizona Coyotes an. Dort hat sich einiges da, denn die drei Goalies, die sie letzte Saison im Kader hatten, sind nicht mehr rum. Dafür sind zwei neue da. Wir schauen an, wer sie sind. Los geht's! Auf der Goalie-Position sind die Arizona Coyotes ebenfalls ganz neu aufgestellt für die kommende Saison. Mit dem Carter Hutton kommt ein erfahrener Goalie von den Buffalo Sabres nach Arizona. Er unterschreibt einen Mindestvertrag über ein Jahr und wird nach dem Jahr wahrscheinlich die Arizona Coyotes als Free Agent verlassen. Hinter dem Carter Hutton wird voraussichtlich der Joseph Korenar spielen. Er hat in der letzten Saison sein NHL-Debüt für die San Jose Sharks gegeben. Der Trade, den der Korenar nach Arizona gebracht hat, sieht wie folgt aus. Er kommt für den Aiden Hill, der nach San Jose wechselt. Ebenfalls geht ein 2-Runden-Pick nach Arizona und ein 7-Runden-Pick findet den Weg zu den San Jose Sharks. Neben dem Umbruch haben die Arizona Coyotes eine zweite grosse Herausforderung zu meistern in der kommenden Saison. Sie müssen sich ein neues Stadion suchen. Kila River Arena steht ihnen ab der Saison 22/23 nicht mehr zur Verfügung. Das hat die Stadt Glendale mitteilt. Jetzt steht natürlich im Raum, ob die Arizona Coyotes wieder nach Phoenix ziehen, wo sie bereits vor 2003 gespielt haben. Für Coyotes kann der Zwangsumzug ein reiner Glücksfall sein. Denn ein Umzug steht schon länger im Raum, weil das Eishockey in Arizona und vor allem in Glendale nicht wirklich verankert ist. Mit einem Umzug nach Phoenix könnten sie vielleicht von den Phoenix Suns, die ebenfalls in Arizona zuhause sind, profitieren. Denn die Phoenix Suns sind ein sehr erfolgreiches und gut verankertes NBA-Team, das Vorarbeit geleistet hat für eine sportverrückte Gesellschaft. Der Zwangsumzug kann ebenfalls zum Erfolg werden, wenn man den Stand bringt, dass der Umbruch schon in diesem Jahr vollzogen werden kann. Weil mit einem harten Umbruch wird man viele Fans verlieren. Aber beim Umzug auch. Somit kann man das sehr gut kombinieren, weil man zynisch sagen kann, wenn man sie in der nächsten Saison verliert, verliert man sie sicher nicht am neuen Ort. Wir werden jetzt sehen, ob der Umbruch so schnell erfolgreich sein kann. So, das wär's gewesen mit den Arizona Coyotes und ihrer Free Agency. Jetzt sind wir auf dem neuesten Stand und was die neue Saison bringt, wir wissen es eigentlich alle. Es wird keine schöne Saison. Erfolgreich wird sie ebenfalls nicht sein, aber jetzt kommt der richtige Umbruch, wo die Fans schon lange darauf warten. Der Umzug steht im Raum und es wird spannend sein, ob sie nach Phoenix gehen und sich wieder ein Stadion teilen werden mit den Phoenix Suns, so wie wir es schon mal gesehen haben. Danke fürs Hinhören. Ciao zusammen.